Willkommen zur Season Nummer 3 hier in Saudi-Arabien zum Opening-Rennen. Ja, Saudi-Arabien, das heißt Bahrain ist das erste Mal seit über 10 Jahren nicht mehr im Kalender. Ich freue mich extrem, alles neu, vieles neu, aber dazu kommen wir gleich. Wir werden nochmal hier natürlich in Saudi-Arabien loslegen und jetzt folgt auch mal der Abschluss der alten Season, denn wir werden noch Michael Schumacher feuern und holen uns einen aktuellen Fahrer. Mit Lando Norris habe ich echt gute Hoffnung, er ist ein echt starker Fahrer und gerade bei feuchten Bedingungen ist er wirklich eine Eins, eine Macht. Und da freue ich mich wirklich drauf. Hoffentlich kriegen wir den Zuschlag 10,6 Millionen. Ich bin auf mittleres Risiko gegangen und du hast dich durchgesetzt. Lando Norris wird also für die kommende Season für das Audi Motorsport Team fahren. Da freue ich mich sehr. Jetzt noch einmal der Abschluss hier der zweiten Season und da gibt es einiges an Punkte drauf. Natürlich ist es jetzt natürlich blöd, dass der Abschluss erst nach der Vertragsverhandlung kommt, denn somit haben wir hier auch keine Referenz zu den guten Lando. Vierter Platz in der Konstrukteurswertung bringt uns 17 Millionen und der Hauptsponsor bringt 9 Millionen. Das ist okay. Somit haben wir jetzt 30 Millionen am Ende der Season unterm Strich stehen und die können wir natürlich für vieles ausgeben. 298 Punkte und der vierte Platz in der Meisterschaft machen das wirklich eine tolle Sache. Drei Siege und auch drei Pole Positions. Hier gehen wir noch einmal alles durch. Da suchen wir uns einen neuen Spruch aus. Ja, und ja, hier auch kein neuer Name oder so. Aber es wird ein neues Design geben. Das kann ich euch versprechen. Hier auch zuerst ein bisschen herum experimentiert mit diesen neongrünen Farben. Das war so mein Ruhe-Design-Vorschlag fürs Erste. Habe mir aber gedacht, das ist fade. Und da habe ich mir den ein bisschen geguckt. So, ich will natürlich schon dieses Silber, Schwarz, Grün und so weiter drinnen haben. Gefällt mir aber auch nicht ganz. Deswegen wieder neu gestartet. Hier noch einmal durchgeguckt. Das Design sieht eigentlich sehr annehmbar aus, aber ist halt auch wieder fade. Und ja, das könnte schon ziemlich cool werden. Hier kann man auch matt und glänzend einstellen. Und ja, so wird das Design dann auch am Ende sein. Ja, brauchen wir nicht ändern. Das Logo wird sich nicht stark ändern, aber wir nehmen jetzt auch dieses Neongrün dazu. Werden die Sponsoren in den Farben einfärben. Neon in Neongrün finde ich einen coolen Fun-Fact irgendwie. Also das finde ich ziemlich geil. Und auch hier dann ein bisschen herumexperimentieren. Ich will jetzt die Sponsoren nicht so extrem färbig haben. Deswegen schwarz-weiß und eben dieses Neongrün in Neongrün. Und so sieht das fertige Design aus. Das ist also das Auto fürs Audi-Team in der Season Nummer 3. Mir gefällt das extrem gut. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und let's go. Hier direkt ins Qualifying. Und ich muss euch sagen, das Auto sieht auf jeden Fall besser aus, als es sich fahren lässt. Denn das Handling hat sich um Welten verschlechtert. Das muss ich jetzt schon mal zu Beginn des Qualifying sagen. Hier geben wir mal ein bisschen vom Gas runter. Denn wir müssen ja nach vorne hin ein bisschen... Ja, Lando, come on, Gentleman's Agreement und so. Bitte. Danke. Mann, Lando, verpiss dich jetzt. So, jetzt in die letzte Kurve. Lando, du wirst es ja nicht wieder wagen, oder? Let's go, final run hier in unserem Qualifying. Let's go. Wir wissen, Jeddah ist nicht so meine Spezialstrecke. Schwierigkeit 95, by the way. Also, ich habe nochmal eins höher gedreht. Und jetzt ist wirklich schon bald Ende im Gelände mit Tim. Mit der KI. Lando ist gut und der hat sich auch sehr gut positioniert. Der folgt uns im Windschatten. Und ja, vielleicht wird das dann doch noch was werden. Zack, zack, erster Sektor durch. Hier rechts auch nicht an die Mauer angetitscht. Und da müssen wir ein bisschen in die Strecke. Ja, die verwandeln. Ich meine, wo soll ich denn hin? Ich hatte hier einen Pendler und das ist Sektor 1. Eine Zehntel waren wir schneller. 2 als Nico Hülkenberg auf den 9. Platz. Sprich, es wird doch ein bisschen weiter nach oben gehen. Jetzt hier nah an die Mauer dran. Nur nicht zu nah. Und jetzt folgt meine absolute Hasskurve auf dieser Strecke. Es ist genau diese hier. Da bekommst du so leicht einen Pendler beim Rausbeschleunigen. Ja, drückt da direkt wieder Norrie an. Das hasse ich ein bisschen. Wenn du da so unter under pressure stehst und ja, jetzt hier noch einmal in diese Zickzackkurve unter diesem Gebäude durch. Und ja, da waren wir viel zu spät auf der Bremse. Richtig über den Körper drüber gerattert. Da habe ich schon das Geld aus meinem von meinem Konto fliegen sehen. Ich weiß ja. Der Unterboden ist direkt wahrscheinlich kaputt geworden. Dennoch hier noch einmal letzte Kurve durch und wir konnten hier beinahe eine Sekunde finden. Also knappe 8 Zehntel. Und das ist wirklich eigentlich ein tolles Ergebnis. Wo bleibt die Uhr stehen? Purple im letzten Sektor. Aktuell mal auf P2. Lando auf P3. Und was macht er da? Wir sind durch mit der schnellen Runde. Das Qualifying ist beendet. Und ja, dann fahr doch bitte einfach vorbei. Mal gucken, wie die restliche Startaufstellung aussehen wird.
abonniert die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Hamilton, Russell, Perez, der Wissenschaftler, Bottas, Verstappen, Gasly, Norris, Stroll, Ocon, Hülkenberg, Oscar Piastri, Tsunoda, Liam Lawson, Albon, Joe, Magnussen, Sargent, Doohan und Nick de Vries. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses... Und hier geht's los, erstes Rennen Season 3 mit dem neuen Audi. Lights out und los geht's. Wir kommen besser als Checo weg, aber Russell hat einen verdammt guten Start. Doch Lewis Hamilton hatte hier einen schwächelnden Start. Jetzt müssen wir uns hier außen positionieren. Aber ich meine, ja, wo soll ich denn hier hin? Hier will ich auch innen genug Platz machen. Aber links ist dann natürlich auch wieder Russell. Und so quetschen wir uns irgendwie auf den vierten Platz nach vorne. Es ist ein guter Start gewesen. Das muss ich auf jeden Fall zugeben. Aber nach vorne hin habe ich noch nie so wenig Hoffnung gehabt wie in dem heutigen Rennen. Also das Auto lässt sich gerade in diesen eher kurvigen Sektionen nicht gut fahren. Auch wieder hier zu weit drüber. Es möge auch an meinem Skill liegen. Bottas jetzt bei McLaren. Sehr, sehr interessant. Das werden wir uns aber vermutlich erst im nächsten Video angucken. Denn ich wollte natürlich jetzt auch das Video nicht überstrapazieren mit neuen Informationen. Aber vielleicht auch am Ende des Videos werden wir da ein paar Änderungen sehen auf jeden Fall, hier durch den Mittelsektor durch und wir werden von Bottas gejagt. Warum jetzt Lewis schon 2 Sekunden weg ist, ich habe keine Ahnung, wir sind ehrlich gesagt, naja, schnell, also da geht es schneller, aber ich bin es jetzt auch nicht anders gewöhnt, dass wir gejagt werden von den anderen. Also es war nur so in den letzten 2, 3, 4 Rennen, wo jetzt wirklich das Auto schon auf das Maximum von unseren Komponenten oder sagen wir mal das Maximum von unserem Tuning war, da waren wir gut. Aber jetzt ja hier im Mittelsektor haben wir oder gerade auch so in diesem Vollgas-Sektor, wir haben eine richtige Rakete auf den Geraden. Das ist mir schon sehr aufgefallen. Gerade im letzten Sektor sind wir immer unfassbar schnell. Jetzt Bottas, das wird aber nicht reichen. Die Vorderseite hat jetzt 6 Zehntel verloren, nur im letzten Sektor. Das ist wirklich sehr gut. Aber ja, da müssen wir jetzt echt mal aufpassen. Gucken wir uns mal den Start an. Doppel-Ferrari, erste Reihe. Sehr interesting. Aber auch die Audi. Also wir sind ja auch hintereinander gestartet. Also unser Team geht immer weiter nach vorne. Und Lewis ist gestanden beim Start. Der war echt grottenschlecht von Hamilton nach Perez. Kein guter Start. Wir kommen hier einigermaßen gut weg. Natürlich musste ich jetzt... Ich habe eine Lücke gesehen, da war aber auch Perez schon hier, Red Bull noch und da war es wirklich sehr, sehr eng in Turn 1. Also da musst du echt richtig aufpassen, dass da nichts schief geht. Jetzt hier durch, Runde 3 sind wir schon, wir konnten uns ein bisschen mal absetzen von Checo Perez, der jetzt mal sich an die Spitze, die unser Verfolger gesetzt hat. Gerade in Sektor 1 verliere ich sehr viel Zeit, liegt einerseits natürlich Autounterschied, aber Lando kann es auch mitgehen, also es liegt dann auch andererseits an meinem Skill, den ich hier auf dieser Strecke absolut nicht habe. Also normalerweise drehe ich auch bei Start-Compris immer einen Ticken zu 3, 4 Schwierigkeiten runter, wollte mir dieses Mal aber nicht die Blöße geben, wollte wirklich auf 95 auch hier das Saison-Debüt geben. Trotzdem, ja, es ist eine harte Sache und da kommen wir richtig an die Mauer, dann nehmen wir die Verwarnung mit. Und auch hier wieder, ja, obwohl ich die ganze Kurve abgekürzt habe, ist Perez jetzt schon wieder da, ja. Puh. Da wird es richtig hardcore jetzt noch durch hier. Gut, ja. Under pressure ist wirklich nicht schön. Du kriegst Druck. Du musst so hardcore aufpassen und einmal links, einmal rechts. Also ich habe keine Ahnung, was Perez hier macht. Man darf ja eigentlich nur einmal kreuzen, aber Perez kreuzt ja auch schon das 10. Mal. Also, ja, da gehen wir ein bisschen besser raus. Ich verliere aber trotzdem. Die sind noch schneller auf den Geraden. Ich bekomme aber das DS gewieft. Und ich glaube, da könnte jetzt auch Lando an Checo vorbeigehen. Turn 1 machen wir als wieder Viertplatzierter. Gut, da bin ich auch froh. Trotzdem ist es halt wirklich, was für ein Hardcore-Rennen das heute wird. Das zeigt sich jetzt schon ein bisschen. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig.
Es ist gelb. Meine Hoffnungen for real waren so ein bisschen in Richtung Safety Car, dass wir das Ganze irgendwie abstoppen können. Hat nicht ganz gelangt. Ich muss aber trotzdem in die Box. Also es ist egal. Kufi katscht aber trotzdem. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir jetzt so ein bisschen dieses Safety Car als einziger irgendwie errochen hätten. War nicht so. Ist natürlich dumm gelaufen. Normalerweise, wenn einer abstellt, musst du eigentlich immer mit Safety Car rechnen. Egal. Das ist natürlich jetzt bitter. Das finde ich auch cool. Man kann ja einfach über die weiße Linie drüber fahren, ohne dass es eine Verwarnung gibt. Wusstet ihr das? Oder ist das vielleicht nur ein Bug bei mir hier? Ich habe keine Ahnung, aber ich finde das eine coole Sache. Jetzt geht's hier in die Replays rein, der Mittelsektor, Runde 2. Und das war hier gegen den McLaren und auch gegen den Perez. Da waren wir gerade noch so vorne und boah, zwischen Perez und Bottas geht's doch richtig ab. Runde Nummer 3. Und ich glaube, jetzt kommt dieser Mauerditcher links und einmal rechts, genau. Ja, das war schon vorher, ich muss die Kurve abnehmen. Und da bin ich auch mit einem komplett falschen Schwung hier rangegangen und musste dann nochmal... Oh mein Gott, wie knapp das war mit dem Perez. Das war echt sehr, sehr knapp. Da war Perez dann mal kurzzeitig vorbei. Auch Lando war knapp da. Wir blinken als einziger. Und das signalisiert natürlich ein bisschen, dass wir... kein ERS mehr haben und deswegen wusste da auch Perez, dass wir ja leichtes Futter sind. Jetzt hier Runde Nummer 8, wir waren als einziger schon in der Box drinnen, haben eine kleine hier Verbesserung, also die Reifen sind um Welten jetzt besser, die sind richtig, richtig schnell, Teamkollege in der Box, sprich, jetzt sollte auch ein Teil der Spitze in der Box sein und so ist es auch. Ein Mercedes drin, ein Ferrari drinnen, also einer fährt vorne, wirklich alone, ganz lonely, alone da vorne, Ende Sektor 1, das ist ein Wahnsinn. Hier gehen wir über die Ziellinie drüber, mal schauen, wo wir rauskommen, verlieren wir, gewinnen wir oder bleibt alles beim Alten? Ich glaube, es wird alles beim Alten bleiben, dennoch mal schauen, da kommen wir vor dem Teamkollegen mal raus, das ist wichtig, hinter Lewis Hamilton, deutlich hinter Lewis Hamilton. Das sind beinahe 5 Sekunden auch Leclerc vor uns rausgekommen. Sprich, Sainz ist der, der länger weiterfahren wird. Jetzt auch hier Runde Nummer 11. Und wir sind immer noch auf dem vierten Platz, haben eine 1,8 Sekunden Gap zum Teamkollegen. Verstappen holt aber allmählich auf. Und ja, ich habe mich ein bisschen im Flow jetzt wiedergefunden. Schnell sind wir immer noch nicht extrem, aber wir können immerhin unseren Teamkollegen hinten halten. Das ist schon mal das Wichtigere, dass wir den Teamkollegen hinten halten, ist wirklich verdammt stark, aber ja, ich habe ein bisschen Schiss, Verstappen holt auch immer wieder auf uns beide auf, also das ist noch nicht gegessen, der wird noch einmal kommen, da bin ich mir beinahe. Abstand zum vorausfahrenden Auto 6,0 Sekunden. Und hier sind wir nun in der Endphase. 4 Runden vor Schluss. Jetzt noch 2 Runden vor Schluss. Und da ist Verstappen da. Der hat sich Norris geholt und der hat jetzt
Ja, Norris und sich im Schlepptau jetzt wieder mal angreifen. DRS ist für ihn offen und wir müssen hier hoffen, dass sich das alles ausgeht. Ja, wir haben ganz, ganz spät gekreuzt. Gelb ist jetzt hier wieder im letzten Sektor und es ist wieder ein Alfa Tauri. Es ist sogar ein Stau da hinten, oder? Es ist ein Stau zwischen Turn Safety Car. Ich sehe da unten links, dass es ein Stau war. Guckt euch mal an, wie... Er steht immer noch hier. Und es gibt keinen Safety Car für sowas. Das ist eine ganz interessante Sache. Also, dass es für so eine Sache kein Safety Car gibt, das ist schon bemerkenswert. Das grenzt schon fast an den Formel 1 Skandal. Also, sehr interessant. Das ist wirklich... interesting hier gegen den Teamkollegen in Runde Nummer 6 nebeneinander. Wir haben sogar ähnliche Helme. Das ist... Nein, Helme haben wir nicht. Doch, ich habe seitlich Neongrün. Er hat einen komplett Neongrünen. Und ja, da war Lando... War der da vorne oder waren wir vorne? Ja, wir waren vorne. Da war er außen. Auch Perez war außen. Der konnte da... Boah. Bounce, bounce, bounce. Das ist wirklich eine Hardcore-Sache hier. Es liegt aber auch an der Strecke, dass es wirklich sehr, sehr eng hier ist. Wir sind in der letzten Runde angekommen, Leute, und Max Verstappen ist unermüdlich an unserem Heck dran. Das wird nochmal eine richtig enge Hose werden bis zur Ziellinie. Ich hoffe natürlich, dass das alles gut gehen wird, aber versprechen kann ich nichts. Hier die Kurve okay erwischt, beim Rausbeschleunigen ist halt Max wieder da. Nach dieser Kurve gibt es auch das DRS und ja, da muss er mal zurückstecken, denn es sind natürlich auch Kurven hier. Und ich habe irgendwie ja so gedacht, so vielleicht geben wir auf die Bremse, dass er kein DRS bekommt. Das wird eine harte Sache. Carlos Sainz gewinnt das Rennen hier, war mir auch irgendwie klar, der hat ein sehr starkes Ergebnis. Mal schauen, was wir jetzt machen. Und ich ziehe durch, ich traue mich das irgendwie nicht abzubremsen. Es ist einfach viel zu viel Risiko hier. Wo beenden wir unser erstes Rennen in Season 3? Und es sollte reichen. Es ist der vierte Platz geworden. Ich muss sagen, ja, mehr ist einfach nicht gegangen. Es war einfach wirklich ein zu knappes Ergebnis. Und gucken wir uns das Podium an. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari. Da gibt es keine zwei Meinungen. Was denkst du, Stefan, wo hatten sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen.
Das war wirklich ein spannendes Saisonauftaktrennen. War nur eine halbe Sekunde langsam zur schnellsten Rennrunde, aber dennoch hat sich das Rennen echt nicht stabil angefühlt. 21 Sekunden Rückstand auf die Spitze, das ist wirklich eine richtige Klatsche. Aber mit dem Gewissen, dass auch Lando Norris hier richtig gut mithalten kann, da fühle ich mich gut. Bottas hat gewechselt, Oscar Piastri natürlich dann auch, der ist zu Aston Martin gegangen. Bei den Top-Teams, glaube ich, hat sich nicht viel getan. Esteban und auch Gasly bleiben noch in einem Team. Weltmeisterschaft hat sich auch nicht viel getan. Wir sind schon 24 Punkte hinten, aber mit dem Wissen, dass Audi das zweitstärkste Team aktuell ist, das fühle ich schon ziemlich. Wir mussten uns auch Charles Leclerc hier als Fahrer nehmen, als Rivalen nehmen, deswegen wird das jetzt auch nicht so einfach werden mit gewissen Rennstrategieprogrammen. Das werdet ihr eh nicht sehen, aber trotzdem, Rennstrategie ist immer eine schwierige Sache und gerade wenn du dann so einen Rivalen wie eben Charles hast, dann ist das wirklich schwierig. Eine Sache haben wir nicht geschafft und das ist, qualifiziert dich mindestens auf P4. Ich habe mehr erwartet, nach gerade den letzten 5-6 Rennen, da habe ich wirklich richtig Hoffnung in diese Season gesteckt, aber ein bisschen Ernüchterung, natürlich. Wir haben auch eine Schwierigkeit hochgedreht, trotzdem wird das noch eine harte Season werden. Es ist ein spannender Kalender, das verspreche ich euch. Wir haben viele Klassiker mit dabei, aber auch einiges gelöscht und umgearbeitet und so. Also seid gespannt. Morgen kommt auf jeden Fall mal Australien oder übermorgen. Und ja, auch am Wochenende habe ich wieder einiges zu Zandvoort geplant. Also abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Lasst gerne ein Däumchen rum da. Für heute soll es das mal gewesen sein. Danke für euren krassen Support und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder hier auf YouTube oder auch noch später auf TikTok. It's_Tobi ist mein Channel und macht die 13k voll. Danke fürs Zugucken. Bis morgen und später. Ciao.